Willkommen bei dem Spiel Railroader. Man hört noch nichts. Ich habe also auch keine Ahnung, ob die Einstellungen gut sind. Ach so, Time, ja. Bei Ah. Settings auf Wie? Time. Sehr schön. Oh, Und East mal Winter hinter dir? Interchange received 5 Cars. Alter. You're probably putting the coal. Genau, wir sollten. Alter, guck mal hier, 5 Karren. Genau, 5 Karren. Hier ist unsere Kohle. Und die ist voll. Nice. Ja, dann fangen wir doch mal an, wa? Steht auch bei jedem Waggon, wenn du drüber hoverst, wo sie genau hin müssen. Ja, oder du drückst einfach einmal Tab. Genau, dann ELA steht's auch. Supply R1, ELA Supply R1. Das heißt, die zwei können wir dann mitnehmen mit dem Personenwagen, ne? Haben sie auch Genau, die geschrieben. können wir Schöner bis nach gemischter Ela hinten. Personenwagen. So, und Oilfield Oil. Okay, und das ist Stencil MFG. Ja, ist doch gut. Genau, die sind beide bei Whittler. Machst du eigentlich auch Besuch bei anderen Eisenbahnen in Railroader? Also mein Safe existiert seit dem 7. Dezember. Ich wollte mich erstmal selber ein bisschen in dem Game zusammen zurechtfinden, wenn es recht ist. Zurechtfinden, wenn es recht ist. Klingt gut, ne? Finde schon. Ja, Fabi, worauf warten wir? Auf. Wir müssen hier die Kohle Ja, verladen. auf zur Lok. Oh wei, da müssen wir uns jetzt aber auch wieder weit bewegen, um die Kohle zu holen. Naja, kriegen wir schon alles hin. Das passt Auf zum schon. unsichtbaren Stimmt, die Kohle Wohnmobil. müssen wir ja wieder von hinten dann schieben, ne? Yes. Ah, schaffen wir schon. So, Einmal Nackenübung machen. ist einfach so. Vorwärts. Machen wir noch Licht an, oder? Ja, perfekt. Glaube, können wir noch, ne? Ja. Achso, ich drehe die Gangschaltung wieder voll auf. Dann werden wir auch nicht zu schnell. Ah, nicht ganz Ja, voll, klingt aber. gut. Das klingt gut. Haben wir viel Kraft, wenig Geschwindigkeit. So, jetzt müssen wir sogar hier drüber, ne? Wir müssen ja noch über den Weichenwechsel. Stimmt, hier müssen auf Wir müssen ganz außen aufs vorbei. andere Die haben uns Gleis. nämlich jetzt Ja. unsere Abstellgleise haben sie uns zugestellt. Genau. Ach, meine neue Lok hat Ach 12 Mann. digitale Soundfunktionen. Cool. Oh, nice. Und ja, ist eine Märklin-Anlage, ist also teurer. Ja, das ist leider mit den Märklin so. Leider ja. Moment, hier wollte ich hin, so. Und dann jetzt hier, Klick. Sehr schön. Einmal ganz zurück. Klick, 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 klick. Ich hoffe, die Kohle hält was länger. Machen wir gleich auch Ja, erstmal die Lok das reicht voll, ne? schon. Können wir gleich voll machen, wenn wir den Kohlewaggon da haben. Ja, denke ich auch. Na gut, ich drehe mal was runter. Hier können wir ja doch was zügiger vorbei jetzt. Ja, es ist Das eine ist ja jetzt auch ein Stück. ziemliche Distanz, die wir fahren müssen. Genau. Ja, nicht schlecht. Hast du eigentlich einen Discord? Aber natürlich, lieber Nico. Einfach mal Ausrufezeichen Discord eingeben. Und dann sollte er schon da sein. Und wer den Fabi parallel sehen will, der gibt mal Ausrufezeichen Multi ein. Das bin ich. Genau. Also Fabi, nicht Multi. Naja. Ja, manchmal auch ein bisschen Multi. Ach ja. 22,2 ist ja genau meine Geschwindigkeit. Oh. Oh, guck mal, wie schön der das Morgenrot. Das Die ist schon echt Morgenröte. krass. Das ist schon echt richtig krass. Kann die Maus ein Also bisschen schon, hier verstecken. schon fast da. So, aber Oh, perfekt gebremst. wir müssen aber noch ganz darüber, ne? Genau, ganz rechts. Habe ich.
Ich würde sagen, dann packen wir erstmal den Kohlewagen da und dann holen wir den Rest. Hätte ich auch gesagt. Also, beziehungsweise eigentlich doch nur die Wagen für Ela, oder nicht? Erstmal, die oder? Die anderen können wir auch direkt mal mitnehmen und dann bei Witter bereits verteilen. Ich habe nicht geguckt, wo das andere ist. Achso, du meinst auf dem Bahnhof. Genau. Ist ja dann direkt bei Whittler. Ja, Whittler? Weiß ich nicht. Ich guck gleich nochmal in die Map rein, ob man da was erkennt. Whittler. Eine haben wir zwar angenommen, aber wo das hingeht, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, ich denke auch. Irgendwo wird es schon hingehen. Jeder Weg führt ja bekanntlich irgendwo hin. Genau. Ich glaube aber, ich mache an der Stelle mal einen Cut für YouTube. Also zumindest sage ich das so. Das kannst du gerne machen. Ja, okay, dann mache ich das so. Alles klar, mach das. Ja, fertig. Sehr schön. Wir haben einfach das Tutorial, weiß ich nicht, haben wir das fertig? Noch nicht ganz. Eigentlich auch noch nicht, ne? Es kommt dann noch Milestones, die sind dann für die Brücken bauen und dieses Freischalten der neuen Gebiete. Ja gut, wie gut, dass wir erst seit 1 Stunde 46 dabei sind. Da war ich sehr optimistisch mit einer halben Stunde Tutorial. Ja, ein bisschen. Ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wir kuppeln den nicht an, oder? Wir haben doch die Zugbremse. Also die... Ja, reicht eigentlich. Ja, ich denke auch. Auf geht's. Müssen wir nur die Handbremse lösen. Habe ich schon. Heute zumindest. Okay, ich sehe das. Habe ich noch nicht ganz. Wenn ich jetzt drücke, wäre es klein. Wir müssen den doch anschließen. Der braucht Luftdruck, damit die Bremse gelöst ist. Ansonsten ist die Bremse ja nicht gelöst. So. Hab sie gelöst und wieder geöffnet. Sehr schön. Kann man auch so machen. Er hat doch eine Handbremse. Was soll denn das? Was? Ein sehr schwerer, weil alles gut. 50 Tonnen Kohle sind da drin. Boah, ey. Das ist schon ordentlich. Das ist eine ganze Menge. Können wir die Lok ein paar Mal wieder auffüllen? Hoffentlich. Weil wir haben ja jetzt 2. Ja. Das stimmt. Ich guck mal eben. Wo war es nochmal? Achso, hier, Engine Service. 10 Stunden noch, dann ist die Lok fertig. Ach ja. Aus dem nächsten Tag können wir mit der rumfahren auch wieder. Achso, ich müsste bremsen, ne? Oh, was heißt müsstest? Wäre jetzt vielleicht nicht ganz verkehrt. Ich darf bremsen. Wenn ich denn will. So, reicht, denke ich schon. Haben wir hier nicht wirklich weit. Ja, wir müssen ja nur hinter die Weiche, dann passt das bereits. Ja, aber jetzt sehr gut. Eieieiei. Vielen Dank für den Hinweis, lieber Nudel. Also, wen es interessiert, der Star Citizen Invictus Event Trailer ist auch da. Sehr schön. Ja. So, auch hier denke ich mal, reicht das, wenn wir langsam dahin eiern. Ich denke auch. Ist jetzt auch kein besonders großes Gleis, also. Ja, genau. Einverstanden. Oh. Ja, schön. Und. Boah. Aber Punktlandung, perfekt. Mein Freund.
So, Couple ist Wo muss open. das? Ich apply mal die Ah ja, das, Handbremse. ja. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh, ich habe das Gefühl, er ist auch schon zusammengesackt. Ja, 49,1 Tonnen. Ja, der lädt jetzt die Kohle langsam in den Kohlebunker. Cool. Mit der Zeit wird da weniger, ja. Ja gut, ist ja nicht verkehrt. Hauptsache, wir haben das noch. Das Dann stimmt. machen wir jetzt nochmal unsere Lok voll, wa? Lustig ist doch. Ich würde auch Bock, Bock, sagen, Bock. ja. Ja, Desolatio Lupus, du kannst uns auch mal schön Tipps geben hier. Ich habe nämlich von ganz vielen gehört, du spielst das schon sehr intensiv. Das Spiel ist mir zu Ohren gekommen. Aha. Ja, PS, es wird ein ganz bestimmtes Schiffchen gezeigt. Aha. Ein ganz bestimmtes. Schiffchen mit Stern gekennzeichnet. Meint er etwa Schiffchen 3? Okay, Schiffchen 3. sollte ein Witz werden. Zack, da schon mal open, da schon mal den Kran hin. Also, du willst Wasser auch gleich auffüllen. Ja, Machen wir sicher, oder? Guck mal einmal hier, wunderbar. Oh, Punktlandung. geil. Sehr cool. Ist der Mann, jetzt heute habe ich es im automatisch? Griff. Ist der jetzt automatisch runtergegangen oder warst du Ja. das? Nö, Wie wenn cool, das der macht der ausgefahren auch. ist, geht der automatisch. Oh, nice. Muss die nur rausrotieren. Nice. Du. Guck mal, auch schon wieder, ne? So, dann klecker uns mal hier voll. So sieht's aus. Kohle. Om, nom, 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 nom. Die Space Bismarck. Von Klaas, geil. Das nenne ich mein Gerät. Ich glaube, das soll ein freundlicher Hinweis vom Noodle sein. Wir haben übrigens wieder einen Farming-Simulator-Server am Laufen. Ja, wir konnten auch da nicht widerstehen. Also ich habe das Gefühl, es wird ein sehr anstrengendes Wochenende für mich. Ah, sehr Eieieiei. schön. Boah, Ich Junge. mach's mal dieses Wochenende sehr gemütlich. Ja? Immer noch krank? Oh. Nee, nee. Na, immerhin. Ich Bin habe. wieder topfit. Sehr schön. Ich habe tatsächlich das Gefühl, mir kratzt der Hals schon seit 3, 4 Tagen. Wie so eine Okay. Mandelentzündung, die ausbrechen will, aber nicht ausbricht. Das ist nicht schön. Ja, das stimmt. Mal Kohle voll. Ja, Ich fahr perfekt. das Ding mal hoch. Sehr cool. So, dann müssen wir jetzt zurücksetzen. Genau, holen wir uns die Waggons, die Wagen und gehen erstmal zur Whittler Station. Ja, einverstanden. Dann verteilen wir die mal Also da. ihr solltet euch vielleicht auf den Ausbau von der Strecke konzentrieren. Dazu oben aufs Häuschen-Symbol und dann auf Milestones klicken und dann Track to Brison auswählen. Okay. Ja, das machen wir dann als nächstes. Das wäre dann der nächste Schritt im Tutorial. Nur als Tipp, okay. Mit den Milestones. Hey, cool, der erste Backseater hier. Ah, herrlich. Es wurde ja auch nach Tipps gefragt, also. Das stimmt, ich habe mit Absicht nach Tipps gefragt. Also da können wir ihm jetzt Ah, okay, hast du schon. Gut, drehe ich einmal zurück. Sehr schön. Zwei dumme Eingedanke. Ja, aber das ist cool, weil man es halt sieht. Ja. So. Bam! Mein Gott, herrlich. Perfekt. Connect. Oh, guck mal, die zwei ersten Wagen haben die Handbremse. Die löse ich mal bei beiden. Machst du Zack, auch zack. alles hier so in der entfernten Sicht, ne? Jo, Auch cool, ne? fliege immer damit rum. Wir haben unterschiedliche Höhen und sowas. Nicht schlecht. Haben wir schon richtig langen Zug hier. Ich hab's Guck doch mal, geschrieben. 337 Tonnen der Zug Boah, jetzt. ey. Boah, ey. Fällt mir nichts anderes zu ein. So, was ich jetzt aber mal gucken wollte. Sorry, wenn ich gerade hier. So, hier steht Stencil MFG. Wo haben wir die denn überhaupt? Ich könnte doch jetzt da drüber hovern und er müsste mir das sagen, ne? Beziehungsweise hier auf der Map anzeigen. Auf der Map weiß ich nicht Ne, genau. zeigt er mir nicht. Nee, Aber auf der wo Map haben nicht. wir Das denn? ist bei Statbus bei Whittler. Das, wenn du bei Whittler gehst auf die Map, Ja. hast du links der kleine Track, der nach,
der in unsere Richtung zeigt. Stencil MFG, guck mal hier, ich kann mich einfach mal dahin beamen. Könntest du auch, genau. So, der hier ist das. Das ist die Stencil MFG. Okay. Das heißt, du hast vollkommen recht, wir nehmen den kompletten Zug mit, können den dann hier schön hinpacken. Das Öl ist gerade gegenüber, geradeaus. Das Abstellgleis. Und das weiß ich jetzt nicht. Doch, auch bei Whittler. Also Whittier. Ja, ich müsste jetzt erstmal wieder. Wie konnte ich mich jetzt hier nochmal hin teleportieren? Ctrl-T. Naja, genau. So, und jetzt will ich den hier nochmal haben. Nehmen wir mal den. Steuerung und dann öffnen. So, Hallfield I, zack, tatsächlich. Aber hier markiert das mir jetzt nicht, wenn ich hier da. Ah doch, jetzt hier. Ich muss ein bisschen. Achso, ich muss über den Schriftzug gehen, genau. Genau, über den Schriftzug. Aha. Dann wird es markiert. Ja, jetzt verstehe ich, warum du sagst, komm, die nehmen wir direkt mit. So, und die anderen beiden müssen nach Ela. Ja, die können wir ja dann auch mitnehmen. Genau, die nehmen wir dann auch direkt weiter nach Ela. Ja, das ist ja richtig gut. Dann passt das. Aber hier müssen wir die drei mit reinpacken. Ne, da müssen wir einmal rangieren. Uiuiuiui. Ja, das schaffen wir. Ja, klar schaffen wir das. Wir müssen halt nur intelligent damit vorgehen. Mhm. Das ist so. Obwohl, das kriegen wir doch auch hin. Die ersten zwei lassen wir einfach hier schon stehen, die nach Ela müssen. Nehmen wir den Ölwagen mit, den lassen wir dann hier stehen, drücken die ersten zwei da rückwärts rein. Können dann hier an den Ölwagen. Ja, das kriegen wir. Easy. Easy. Yo, wir schaffen das. Genau, Bärchen. Ich denke auch. Ich denke auch. So. Ja, dann würde ich sagen, komm, dann mach mal ein großer Zug. dann drehe ich mal voll auf. Wir brauchen ja bestimmt jetzt ein bisschen Power. Ja, der braucht jetzt ein klein bisschen mehr Power. Ist naja gut, bei 337 Tonnen ist das auch okay, finde ich. Ja, absolut. So, schön absolut. Ist, die müssen zusammen da rein, der muss da rein, die zwei müssen zur Ela, alles gut, wunderbar, freue ich mich. Zocke ist ja auch schon 150 Stunden, Alter, also mein längster Zug hatte 32 Wagen, wow. Oh, schön. Die Kohlezüge später sind auch nicht gerade leicht, pro Wagen ist zu 74 Tonnen, boah. Was hatte der da gerade? Ich glaube 50 Tonnen oder sowas, ne? Hatte der hier geladen? Also 50 Tonnen geladen. Ja. Selber wiegt er bestimmt auch noch was. Ich glaube, das Gesamtgewicht sieht man jetzt hier so nicht. Nee. Ja, wo wir ihn dran hatten, hätten wir es vielleicht Ladung, gesehen. Genau. So, ich gehe mal noch ein bisschen höher. Wie gesagt, ich lasse den aber noch hier. Jetzt gehen wir mal ein bisschen. Du musst auch mal gucken, der zweite Wagen, der ist noch leer. Hier? Bei uns. Der wird dann bei Stencil beladen. Tonnen der kommt Metall. Dann beladen wieder zurück. Metallstock, 8000 Gallonen Öl, 52 Tonnen Farming Supplies. Oh ja, klar. Und 30 Tonnen Farming Maschinerie. Kann ich euch aufmachen? Ja. Ja, leer, okay. Leider. Oh. Naja, komm, es ist ja auch wieder Early Access. Ja, kommt eventuell noch, dass kommt's was noch. Reinkommt. Eventuell kommt's noch. Ich habe mittlerweile selten Güterzüge unter 1000 Tonnen. Ja, nicht schlecht. Das ist ordentlich. Ja. Eieiei. Aber warte mal ab, wenn unsere zweite Lok fertig ist. So. Ja. Die ist morgen hier dann auch ready. Kann man hier auch sehen, wie viel Leistung so eine Lok hat? Also könnten wir hier sehen, die Lok hier hat, ich sag mal, 1000 nicht. PS und die andere hätte 2000? Naja, du kannst auf das dritte Symbol von rechts oben in der Leiste. Hier das? Die Lok? Von rechts, genau. Mogul, ist das die wir haben? Wir haben die. Warte, wie heißt die? Ach Quatsch, es gibt nachher auch diese Loks. Ach, abgefahren. Ja, genau. 41T G16 Mogul. Das ist die oberste, die wir G16, haben. G16, genau. Ja.
Weight 32.000 LB. Aber die Stärke wird jetzt nicht angezeigt. Nicht wirklich, schade. Ne? Oder? Ist das hier? Deine ja, Kraft. Doch, Effort, also Zugkraft, würde ich sagen. Wo denn? Hier, das erste. Tractive Effort, das dürfte Zugkraft sein. Ach so, Tractive Effort, ja, ja, stimmt. Genau. Fanwheeler, Switch. Alter, hier gibt's verdammt große Loks nachher, wa? Logging Mikado, ja. Nice. Pacific, Constellation, Santa Fe. Diese Loks, krass. Nicht schlecht. Oh, du, wir müssen schon eigentlich bremsen. Wird nämlich, wie gesagt, die ersten Wagen dann hier auf der Strecke stehen lassen nach Ela. Auf der hier schon, ne? Ja, genau, hier wo wir jetzt sind. Ja, dann bremse ich eben mal hier. Nicht die andere Bremse? Ach, guck, genau, jetzt bremsen alle. So, und dann würde ich nämlich diese zwei hier. Achso, vielleicht einmal gerade noch die Bremse lösen, dass die gleich nur die Handbremse anhaben. Können wir machen, ja. So, perfekt. So, müsste eigentlich passen. Jo, perfekt. Versuch mal langsam vorzufahren. Ich glaube, ich habe gar nicht hier die Whistle gepustet wegen dem Bahnübergang. Kriege ich aber keinen Ärger, wenn ich es nicht mache, oder? Nee. Okay. Ich würde dann gleich. Ja. Auf dem rechten Gleis den den Ölwaggon abstellen. Genau, hier wo wir jetzt sind, ne? Da würde ich jetzt mittig den Ölwagen abstellen. Genau, dann können wir vorne nach vorfahren und rückwärts genau, die erstmal hier reinschieben. Die können dann hier direkt so zurück den Ölwagen holen. Richtig, so hätte ich das auch gemacht. Jo, dann passt das ja sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Moin Schütze, schönes Wochenende gewünscht. Gefällt dir Railroader? Hatte ich dir ja mal empfohlen. Hallo Thunderbolt. Ja, es gefällt mir. Ich muss aber gestehen, ich habe es mir nicht selber geholt, sondern es wurde mir vom lieben Feldbahner gesponsert. Habe ich jetzt die Handbremse? Hast du die angemacht oder ich? Ist auch egal. Ich glaube, wir haben gleichzeitig gekuppelt wieder. Haben wir. Ich komme. Ach Moment, wir können ja hier auf den letzten Wagen gehen. Vielleicht komme ich jetzt. Ups. Hä? Sehe ich nicht. Wieso kann ich hier nicht mehr kuppeln? Achso, ich habe gelöst bereits. Achso, okay. Ja, das dann. Heißt, wir können eigentlich vorfahren. Dann können wir eigentlich vorfahren, genau. So, und jetzt müssen wir dann hier nur gleich umstellen, dass wir hier reinkommen. Oh, genau. So, huhu, nur am Lurken. Hallo, lieber Kaffee, schön, dass du auch da bist. So, jetzt haben wir aber hier halt auch die Luftbremse wieder leer gemacht, ne? Genau, die ist jetzt leer. Sehr da gut. Ist nur die Handbremse jetzt. Sehr gut, dann können wir nämlich gleich auch alles wieder über die Lok bremsen. Ich glaube, das ist etwas besser. Mach Kupplung auf und Drucklufthähne zu, da kannst du einfach losfahren. Ah, sehr gut. So, dürfte ja auch schon fast wieder reichen. Wollen wir wieder ein Stücken. Und bis jetzt, Thunderbolt, muss ich sagen, ich bin ziemlich begeistert, ja. Bis jetzt. Aber wir sind auch erst seit 2 Stunden dran. Jo, seit 2 Stunden im Tutorial. Genau, wir sind noch im Tutorial. Achso, das habe ich übrigens geschlossen. Upsi. Könnte ich mal wieder aufmachen, ne? Was geschlossen? Das Tutorial. Ach so, ja, können wir gleich so, aufmachen, wenn wir die. Witter and Ela, happy to have the railroad back. And when you're ready to commit this with their business, how much expand to you? Several bridges are destroyed. Okay, nee, da ist dann in the company windows open the milestone, repair Ela Bridge. Okay, das müssen wir also zuerst machen. Gut. Genau, das wäre dann das nächste. Er ist also jetzt auch automatisch weitergesprungen, ja, weil wir das hier schon erledigt haben. Fast so. Ich glaube ja. Hansa, hier bewegen sich schwer die Wagen.
Ja, könnte sogar leicht bergauf gehen, ne? Genau, Trinken nicht vergessen. Lass den Ton auch gleich wieder aus. Spiel mit Tavan Koop, das Zuhören erfordert. Ah, also kein Ohr für die. Oh. Okay, Kaffee. Grüße an Tava. Prost, Obstler. Oh, hier geht's scheinbar richtig steil, mal kurz bergauf. Ah, aber guck mal hier. Ich gehe trotzdem schon mal runter vom Gas. Oh. Eieiei, herrlich. Herrlich, guck dir das an. So, dann würde ich sagen, Handbremse angezogen, ne? Bei beiden oder nur bei einem? Nur eine reicht eigentlich. Oh, nice. Guck mal hier, was wir schon an Geld gekriegt haben. Genau, das haben wir jetzt abgeliefert, deswegen gibt's Kohle natürlich. Kohle, die wir alle lieben. Einfach so. So. Würde ich sagen, fahren wir jetzt hier einmal kurz zurück, ne? Oder? Ja, ne? Ich denke ja, ist am einfachsten, ne? Würde ich auch sagen. Boah, ey. Das Schöne ist, du kannst die Weiche nicht umlegen, wenn was draufsteht. Sehr gut. Guten Abend, ihr Hobby-Eisenbahner. Hallo, Olli! Wie geht's dir, mein lieber Profi-Eisenbahner? Können wir nicht eigentlich auch einfach hier Wasser schnurren? Doch, aber ist egal, ne? Weil Wasser ist ja hier umsonst. Schade. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten hier sparen. Fabi, ich wollte ein Sparfuchs sein. Ne? Und? Klappt? Kannst du umlegen? Ah, reicht gerade nicht. Gerade knapp nicht. Schon muss der Kuhfänger noch rüber. Jetzt. Da geht's hier auch bergab. Eieieiei, guck mal hier. Kaffee hat eine Zuschauerserie von 7 Streams erreicht. Nice, sehr schön. Tava hat eine Zuschauerserie von 7 Streams erreicht. Eieiei, ich habe endlich mal wieder ein paar. Einer was vergessen, stimmt. Folge geschafft. Eieieiei. Fabi, mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank. 29 Mal. Ja, du führst ja eh die Spitze an. Von daher Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal. Ah, nicht zu schnell. Nee, nur nochmal kurz. Gefühl hatte, wir wären immer langsamer. So. Klatsch. Bam. So, wo war denn hier die Handbremse eigentlich? Da vorne. Vorne, glaube ich, ja. Release. Whee. Rückwärts. Ich habe die Weiche vorne schon mal umgelegt. Vorne? Ah ja, genau, ja. Ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. Der ist ja schwer mit seinen 8000 Gallonen sogar, ne? Mhm. 8000 Gallonen Öl, boah. Ey. 8000 Gallonen, ja. Mache ich das Tutorial nochmal weg. Brauchen wir ja dann, glaube ich, jetzt gerade mal nicht. Zurzeit noch nicht, ja. Ne? Verdammt. Fabi, was ist da los? Jetzt aber. Ja. Mann, ich kann's nicht mehr. Alles verlernt hier. So, ich werde mich für heute abkuppeln und aufs Abstellgleis stellen. Huch, wünsche euch noch einen schönen Stream zusammen. Jamie, mein Lieber, schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dir einen erholsamen Abend auf dem Abstellgleis und bis demnächst. Ja, auf jeden Fall einen schönen Abend. Oh Gott. Das ist ein Spiel, das würde ich maximal alleine spielen wollen. Was? Aber ich glaube, da wäre die Ray Valley eine bessere Wahl. Aber reich müsste man sein. Nudel, vielen Dank für den Follow. Hallo, wie geht's dir? Könnte man immer nur daddeln. Eine Güte, habe ich mich erschrocken.
Warum das denn, Kaffee? Man kann ja hier auch mit mehreren Lokomotiven fahren. Das ist ja das Geniale. Wir haben halt Ja. gerade nur eine. Das ist halt einfach der Punkt. Wir haben gerade nur eine. Die andere ist noch in Reparatur, die wird morgen fit sein zum Rumfahren. Hallo Duddle Nation, schön, dass du auch dabei bist. Moin Schütze, endlich mal das gute Railroader. Ja, siehst du, zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Kenn ich, Ja, Kaffee. natürlich, bei dir auch, Nudel. Boah, Alles Wunderbärchen. ich wollte gerade sagen, Fabi, bist du da? Ich bin immer da. Guck mal. Oh, herrlich, ich Perfekt. sehe es. So, zack, boah, ey. Haben wir eine Kohle gekriegt? Nice. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Erst den Personenwagen oder erst die Güterwagen dran? Erst die Güterwagen, ne? Dann haben wir irgendwo noch einen Hahn offen? Haben wir. Haben wir Nee, nicht. nicht mehr. Ich dachte schon. Ich dachte Es ist schon. normal im Multi, dass die beiden Streams stark versetzt laufen. Es kann sein, ja. Weiß ich nicht. Endlich mal das gute Könnte Railroader. tatsächlich sein. Ja, ich muss aber noch mal an der Stelle erwähnen, ich habe es gesponsert gekriegt. Hallo Dominik, schön, dass du auch da bist. Railroader ist großartig. 219 Stunden schon gesammelt. Alter Schwede. Oha, krass. Okay. So, nee, Fabi, ich glaube, wir holen uns erst den Personenwagen, oder? Die müssen wir doch bestimmt nachher auch irgendwo reinschieben, oder nicht? Ich glaube Warte, ich ja, prüfe das das müssen wir. einfach. Ich prüfe das einfach kurz, wenn du Guck mal. einfach mal, wo die genau hin müssen, genau. Genau, Elas Farm Supply. Das ist ja. Die müssen wir danach. Nee, wenn wir die hinten. Doch, wenn wir die hinten dran machen, ist das am besten. Dann parken wir. Oder? Nee, Moment. Stopp. Hier parken wir den Personenwagen. Hier parken wir den Personenwagen. Dann könnten wir vorziehen. Hier rein. Ja, wir wollen ja eh umsetzen, ne? Dominik, vielen lieben Dank für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir müssen vorne rechts dann hin, ganz rechts an der Ja, aber Station, ich glaube, glaube wir ich, ne? lassen die, also wir machen die hinten dran. Wir können ja hier erstmal die Personen abfertigen, setzen dann nach hier, setzen Ja. dann um, holen uns die Güterwagen, bringen die da drüben hin. Die müssen beide zur Farm Supply, Ja, oder? genau. So, und dann können wir ja den Personenwagen vorne dranhängen und auch wieder zurück, wie es gedacht ist. Das können wir machen, ja. Ja, ne? Passt. So, ich mute dich da mal. Notfalls schaust du den Stream nach. Alles klar, Kaffee, bis dann. Dann fahren wir vor und holen erstmal den Personenwagen. Hätte ich auch gesagt, ja. Ja. Hast du die Weichen zufällig schon gelegt? Habe ich hier gemacht. Ich Sehr schön. mache schon mal so weit, dass die Personen schon mal Ja, auf einsteigen. jeden Fall, klar. Nicht, dass wir dann So. gleich noch lange warten müssen. Nice, schön, dass du auch da bist. Und moin, moin. Kaufen, kaufen, kaufen. Lul. Hä? Wie kaufen, kaufen, kaufen. Ihr könnt auch mal bei Schütze sein Stream einmal pausieren und wieder starten. Dann lädt der ein bisschen nach. Dann habt ihr vielleicht nicht mehr ganz so viel Verzögerung. Was? Ich habe die Verzögerung auf eine Sekunde runter. Das kann nur an Fabi liegen. Es kann auch sein, teilweise, dass der ein bisschen hinterher buffert, dass du dann ein paar Sekunden mehr Verzögerung hast als Zuschauer. Aber das kannst du beheben, wenn du kurz einmal pausierst und wieder Play machst. Dann lädt ihr einmal komplett neu und hat wieder die minimalste Verzögerung. Was gibt es denn? Kann ich ihm ausrichten? Das ist natürlich ein sehr langes Umfahrungsgleis. Naja, gut, eventuell lohnt es sich hinterher noch. Ich denke ja. Bestimmt. Okay, das ist immer noch die Ela Bridge. Genau. Na, sehr gut. Ich hatte jetzt nur überlegt, nicht, dass das Tutorial einfach immer eins weiterspringt, weißt du, wenn du es ausmachst.
Aber Ach so, ja, das stimmt. scheint ganz gut zu funktionieren alles hier. So, dann können wir wieder zurücksetzen. Ich habe leider erst 158 Stunden. Leute, aber geil gemacht. Bin Zu gespannt, was es im wenig. nächsten Patch gibt. 158, weißt du, wie viel ich habe? 2 Stunden 16 Minuten. Kann ich dir sagen, so lange geht der Stream. Ja, komm, Gas hier. Das Umfahrungsgleis ist wirklich riesig. Ja. Oh ne, Ja, hier das geht's. stimmt. Dafür hast du ultra viel in Railroads online. Das kann natürlich sein, Daddelnation, das weiß ich nicht. Das macht er selten. Und es werden noch mehr werden, glaub mir. Meinst du? Okay. Schön, vielen lieben Dank für den Follow. Nice. Schön, dass du dabei bist. Also, es gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. Was halt natürlich absolut grandios ist, wie geschmeidig dieses Spiel läuft. Hatte ich auch wirklich selten bei, ich sag jetzt mal, so Simulator-ähnlichen Spielen. Das ist abgefahren. Wer will sich mit mir in Fallout 76 Spielstunden messen? Oh wei. Ich würde jetzt sagen, ich schmeiß Space Engineers in den Raum. Aber da weiß ich auch nicht, ob ich da noch mit Nudeln mithalten kann. Ich wüsste jetzt gar nicht, welches Spiel ich in den Raum schmeißen müsste. Bei mir Space Engineers weiß ich, das führt die Liste an. Ah, herrlich. Ich habe bei keinem wirklich richtig viel. Nicht? Was ist da los, Nö. Fabi? Ja, das müssen wir aber mal ändern. Ab jetzt spielst Ich du mehr mit uns. switch die Spiele sehr, sehr viel durch halt. Jetzt musst du mehr mit uns spielen. Genau, die hier. Ach, hast du So ist schon? gekoppelt, Perfekt. komplett, ja. So, die Leute sind auch Handbremse ist drin, gelöst. ne? Boah, Gurt ist dann 34 haben drin, wir jetzt. 34. Gut, das ist aber gut. Das ist sehr gut. So, mal kurz die Güterwagen holen. Genau. Railroader 22 macht Sau Laune, 3000. läuft Wow. einfach genial und das auch im Multiplayer, ja, das stimmt. Absolut. Bist du das über 6000 Stunden? Bist du da? Was? Nein. Nee, soll ich mal eben gucken? Ja, Fabi muss ja bremsen, das heißt, ich kann gucken. Ja, guck du ruhig. Ich guck mal gerade. Was ist das? Habe ich das schon mal bei dir gesehen? Ja, das dürftest du schon mal bei mir gesehen haben, Bärchen. Ist auch nicht vergessen. Hatte jetzt seine Pause wieder mal und jetzt hat man wieder Lust. Bei mir LS22, ca. 3000 Spielstunden. Wow! Paar Das FPS-Drop ist kannst du verdammt dann viel. mal bei bestimmten Logs haben. Aber denke, das wird auch noch gefixt. Lange her, ja, das stimmt wohl. Nee, da kann ich tatsächlich gar nicht mithalten. Ich habe 1651 Spielstunden in Space Engineers. Auch schon. Mein Gott, du bist aber fix. So, Handbremse ist gelöst. Wir Du bist ja können direkt richtig los. fix. Ja, dann machen wir das doch. Ah, ein bisschen sanft anfangen. Wir haben ja Personen dabei. So, jetzt mal ein bisschen hochdrehen. Ist ja doch was schwerer. Nochmal noch den hier, ne? Das ist einfach super. Bestimmt die Gräben auf der Marsch gefunden. Bin halt Mod-Tester bei einem Modding-Team. Oh, nice. Ach, das ist cool. Ja, das sind die Leute, die uns das Spiel überhaupt noch, die dafür sorgen, dass das Spiel überhaupt noch interessant ist. Ja, mega. Jetzt fahren wir hier schön mit einem gemischten Zug. Finde ich auch gut. Jo, Gefällt mir perfekt. richtig gut. Gefällt mir So wie richtig, es sich richtig gut. gehört. Da hinten haben wir schon schön die ersten Wagen abgestellt. Jo.
Sehr geil. Mach ich direkt auch nochmal. Wir werden jetzt auch über Zeit entladen oder beladen, je nachdem. Hier, ich gucke 34 Leute, es gibt 34 Geld. Da freue ich mich auch drüber. Ja. Ach, und jetzt fahren wir hier über unsere Hauptstrecke, ne? Genau. Mach ich doch mein Fenster auf. War offen, sehr gut. Erklär, warum das hier so frisch war. So, dann drehen wir mal ein bisschen runter. Mal gucken, ob wir schneller werden oder ob wir mehr Regler brauchen. Scheint aber zu funktionieren. Denk mal, ja, passt. Ja, ich guck mal, dass wir so 20 oder was, habe ich jetzt schon gedacht. 20, 25. Und keiner kam zum Rausholen. Ja, das Spiel Railroader ist einfach nur der Hammer. Ich merk's gerade so langsam. Mhm. Und da hechelt er aus dem Fenster. Ich denke, wenn wir dann mehr Sachen angeschlossen haben, mehr Städte, mehr Fabriken, mehr Züge haben, dann wird's echt, echt cool. Ja, aber es ist ja jetzt schon hier genial. Wir sitzen zu zweit in einer Lok, haben richtig was zu tun. Beide können halt interagieren. Ich drehe mal runter. Ich glaube, wir sind schon wieder auf dem Berg ab, ne? Ich habe zumindest so das Gefühl. Ja, wird immer noch schneller, das passt. Sehr gut. Ja, bis, ich glaube, 30 wieder was können wir, ne? Genau, ja. Ich guck mal, dass wir nicht schneller als 30 werden. Dann passt das. Ja, sehr gut. Guckt euch an, wie flüssig das läuft. Ach, und wie detailliert dann hier so die Bäume und sowas sind, ne? Das fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich so mit der Kamera da durchfliege. Guck dir das mal an. Uop. Klasse. Das ist einfach, ich sag ein mal so, es wird immer komplexer, je mehr du die Meilensteine, je mehr Meilensteine wir freispielen. Das habe ich gerade schon gehört. Wir haben es so ein bisschen mit SnowRunner verglichen. Das ist also eben Stück für Stück, dass wir hier die Karte größer machen. Aber was soll ich euch sagen? Ich freue mich ein bisschen drauf. Ja. Und dazu gibt es ein liebevolles... Aus dem Weg, aus dem Weg. Hier komm ich, aus dem Weg. Schatten oder was? Da ist eine Mauer dahinter. Da kannst du mal gegenballern. Das ist ein Spiel. Da musst du zurücksetzen, weil dann ist alles so. Es geht doch nicht in einer gepflegten Gesellschaft. Das war LS mit dem lieben Toto. Und ich habe vorhin schon mal erwähnt, LS-Server läuft auch wieder. Fabi, du bist natürlich ganz herzlich eingeladen, weißt du ja. Ja, diesmal vielen Dank. Auch, diesmal auch eine Vierfachkarte. Erinnern sich an den Moment, als sie dumm waren. Und ja, wir haben viele Ideen. Hoffen wir mal, dass die Disziplin auch ausreicht und vor allem die Zeit. Das ist tatsächlich ja doch auch ein großes Problem, was auch Kaffee angesprochen hat. Natürlich schön, wenn du ganz viele Spiele hast, bringt ja halt nichts, wenn die Zeit fehlt. Ja, das stimmt. Und mir wird diesen Sommer die Zeit definitiv fehlen für größere Projekte auch. Ja, ich fürchte bei mir auch, aber es ist nicht schlimm. Wenn man mal Zeit hat, dann... Ja, bin ja sonst noch Fabi hart für Feld eingebunden. 61, ja, ich denke. Huch, du bist hart eingebunden. Hätte ich nicht gedacht, dass du so offen über deinen Fetisch sprichst. Entschuldigung. Alles gut, alles gut, alles gut. Ellerbach privat aus dem LS19 konvertiert. Boah, das ist auch heftig. Oh, man hört die Kurven. Mhm. So, sind wir mit 27 gut dabei? Ja, das ist hervorragend sogar. Sehr gut. Ja, ein bisschen lebendiger könnte es noch wirken, ne? Ein paar Männchen, ja, die da rumrennen, wenn auch in der Fest. Ein bisschen Wildlife. Genau. Da sein. Ich hoffe mal, das kommt noch. Ist ja noch im Early Access. Darf ich mit in den Wortschlag austauschen? Natürlich, Nudel, gibt alles. Bin im Sommer auch fest eingebunden. Fahre in Real Life Traktor in der Ernte mit. Ach, herrlich. Da hätte ich auch Lust drauf, aber das Lohnunternehmen bei uns in der Nähe fordert Führerschein T. Den habe ich nicht. Und den jetzt zu machen, weiß ich nicht. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich eine eigene Homepage habe? Ich habe jetzt die eigene Homepage, die ist fertig. Stimmt, du hast eine eigene Homepage. Ich habe eine eigene Homepage, die ist fertig. Die läuft.
Die ist fertig, ne? Die läuft. Ja, ja. Ist gut, ne? Tee habe ich. Ja, das ist natürlich praktisch. Oh, Whistle! Sehr schön. Lass mal die Passagiere erst aussteigen. Ja, oder? Ja, ich denke auch. Erstmal die Leute ankommen lassen. Das ist schon okay. Sonst müssen die hier noch warten, bis wir fertig sind. Genau, das denke ich auch. Das wollen wir ja auch nicht. Oh, das war aber jetzt. Ja, harte Bremse. das war knapp. So, jetzt, wie ging das? Steuerung hier drauf und dann einfach nur. Die passt gehen schon. Dann das geht jetzt von alleine, ne? Wenn wir hier raus lang genug stehen. Genau. Ja, funktioniert schon. Cool. Nicht schlecht. Oh. Achso, ich setze uns hier mal die Weiche, oder? Ja, ne? Danke. Wir wollen ja hier reinfahren. Ja. Danke, Nudel. Ja, ich denke ja. Ich würde sagen, ja. Heißer Scheiß. Mann, steig schneller aus. Was denn hier los? Wir denn. Ach so, ist nicht so weit. Sehr schön. Nee, hier ist nicht so weit. Hier ist etwas nicht besser. Nicht ganz so lang zum Glück. Genau. Das war der gute Pullman-Mensch. Pullman Open Platform Coach. Alles klar, Nudel. Immer rein damit. Kann das sein, dass du eine eigene Homepage hast? Ja, Bärchen. Schön, dass du es ansprichst. Ich freue mich. Gut, ne? Habe ich mit freundlicher Unterstützung von Leia fertigstellen können. Läuft und die nächsten werden folgen. Und ich werde versuchen, euch zukünftig ein bisschen. Ja, in der Tat. Danke, lieber Nudel. Ich werde versuchen, euch demnächst ein wenig Real-Life-Content über die Märklin-Eisenbahn zu liefern. Ist Ach, das ist eine Märklin-Eisenbahn? Ja, also sie ist auf dem Dachboden meiner Eltern in sehr vielen Kisten. Mhm. Aber ich habe heute mit Toto schon den Kellerraum gestrichen. Oh, cool, ja. Und die Idee ist halt, da so ein paar Vorstellungsrunden zu machen, etc., etc. Sehr schön. Und dann schauen wir mal. Vielleicht habt ihr da auch Freude dran. Ich habe da auf jeden Fall Spaß dran. Habe auch so ein bisschen schon meine Ideen. Ich mag Modelleisenbahn sehr. Finde sowas sehr cool. Dann schauen wir mal, wie das alles klappt. Wie gesagt, so, noch ein Stück Ideen vor, damit die Lok hinter noch Platz hat. Genau. Würde ich mal sagen. Ja, denke ich auch. Die ersten Ideen sind gemacht. So, hier mal die Handbremse, ne? Genau, dann müssen wir auf der Seite auch lösen. So. Hast du jetzt schon beide entkoppelt? Also auch die Dinger von dem Personenwagen? Mache ich auch gleich. Ja. Genau, damit es schon mal entkoppelt ist. Kann man die gleich rückwärts wegziehen. Genau. Ich habe eine Frage, warum kann ich auf dem Discord nur in Ideensammlung schreiben? Weil du noch keine Rolle zugewiesen hast, Nico. Da musst du dich einfach ein bisschen gedulden. Das kommt noch. Das ist mir schon so oft passiert, habe ja meistens so 4 bis 5 offen. Schau mal dort, ach ja, Jemine, Bärchen. Das wäre mir ja so viel Multitasking, das schaffe ich nicht. Ja, zack. Boah, heute bin ich bei Fabi und Schütze gefangen. Eieiei, macht zu viel Spaß. Sehr gut. Weiter so, Bärchen. Oh. Macht es sehr gut. Genau. Da geht noch was. Volle Kanne. Sag ich doch. Ja, hier mal, hier Straßen nur halb fertig. Was ist denn da los? Ah, guck. Ja, danke, Nudel. An der Stelle.
Kling, kling. Hm? Das übernehmen. Nudel hat Nico fix eine Rolle zugewiesen. Ach so, ja, perfekt. Das kennst du nicht, Fabi. Du hast ja schon alle Rollen. Yay. Ja, okay. Unbegrenzte Macht oder so. Ja, so in etwas. Nicht ganz abwegig. So, ah, da drüben hin. Guck mal, das ist echt cool. Einfach nur drüber gehen mit der Maus, wenn man Tab gedrückt hat und schon zeigt. Finde ich richtig gut. Genau, siehst du schon, wohin wir... Also das sind halt auch wirklich so nützliche Sachen, ne? Richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Auch mit der ganzen Rangiererei, nur ein Gleis. Jo, das ist richtig Anfangszeit der Lokomotivtechnik. Oder der Industrialisierung. So, klack. Mach mal Luftschläuche nicht dran, oder? Ja, stimmt, braucht man eigentlich nicht. Nö, ich löse mal hier die Handbremse, Release. Okay, mach du mal. Ist der hier noch zusammen? Ja, warte, hier eben trennen. Ne, kann ich nicht. Nee, der ist schon getrennt, den habe ich. Ah, getrennt. Aber die Luftleitung war noch dran, okay. Okay, ich habe nur den Koppler gemacht. Ja, ist ja nicht schlimm. Müssen wir das auch wieder so dann. Weichen. Müssen wir jetzt nach hier, ne? Einmal ganz nach hinten. So, und dann ganz dann nach müssen wir rechts. Da rein, ne? Ja, sehr cool. Ich glaube zwar, die Leute am Bahnübergang dürfen das jetzt sehen, aber... Eigentlich ja. Oh ja, sind schwere Wagen, man merkt. Ja. 30 Tonnen, 52 Tonnen an Fracht. Oh ja, 204 Tonnen. Oh, das wird... Da solltest du auf jeden Fall, würde ich behaupten, rechtzeitig bremsen. Ja, wenn wir jetzt nur die Lokbremse haben, dann auf jeden Fall. Wir können ja aber auch, ich drehe einfach schon mal runter, dass wir so mit 6 Meilen hier so ein bisschen reinrollen. Guck mal, was, ja, stimmt, haben wir auch keinen Stress. Ist schon ein größeres... Nudel, vielen Dank fürs Wassermarsch. Ich trinke gleich mal ein Schlückchen. Ist schon ein größeres. Ja, ich brauche eine neue Flasche, meine ist leer. Ganz traurig. Deswegen habe ich immer 2 Flaschen da. Ja, ich nicht. Ich nicht. Guck mal, ich kann mit Türen spielen. Wenn ihr Hilfe braucht mit dem Anschließen von der Modellbahn, habe selber eine und habe auch schon mal eine Elektrotechnik-Fachschule besucht. Meine ist auch von Merlin. Brauche ja nur Gleistyp und den Trafo. Danke, Nico. Darum geht es mir eigentlich weniger. Also das Anschließen, sowas kriege ich hin. Trotzdem danke dafür den Tipp. Ich möchte eigentlich an der Stelle eher sowas so. Wie, ich sag jetzt mal, wir waren wieder sehr gut. 2 Flaschen, ja. Alles klar, Kolf, ich mache eben mal den Timer. Es ging mir dabei eher um sowas wie, wie gesagt, Lokomotivvorstellungen, Zugkrafttests etc., Steigungsversuche, aber auch, ich möchte eine kleine Platte bauen, jedoch auf Styrodurplatten, sodass diese also immer noch leicht ist und eventuell sogar gut zu transportieren. Das ist so die Idee dahinter. Ob das alles klappt, wie das alles klappt, wird sich zeigen. Aber lass dich da mal überraschen. Trotzdem danke fürs Angebot. So ist nicht. Vielleicht für jemanden von euch interessant. Mhm. Ich denke, ich komme damit ganz gut klar. Also auch da möchte ich noch eine kleine Homepage zu designen. Vielleicht auch mit so Anfänger-Tipps und Tricks. Und ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Bärchen, meine Wenigkeit hat 2 Flaschen. Mächtige Freileitung, das ist eher die Anfänge der Kommunikationstechnik. Er kann auch sein, Olli. Bin ich mir unschlüssig. Gut gemacht, vielen Dank. Guck mal da, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ich lasse den mal gerade ganz nach hinten rollen. Was? Herrlich. Gerade eben noch gut gemacht und schon verkackt. So, dann, nee, bestens. Eine Handbremse, der hier, doch, der hat auch eine Handbremse. Genau. So, Handbremse ist dran.
Es entkoppelt es auch. Dann fahren wir da wieder zurück, oder? Ja. Zack. Mann, Kolf. Pass man einmal nicht auf. Styrodur, keine gute Idee. Wenn dann mal eine Lok einen kurzen hat und in einem Tunnel kokelt, wird es brenzlig und es stinkt dabei sehr doll. Ja, das stimmt. Ich möchte auch die Styrodurplatten eher als Basis nehmen. Also nicht als Tunnel, sondern als Bodenplatte. Aber da mache ich mir, um ehrlich zu sein, jetzt weniger Gedanken drum. Also du magst da recht haben, aber wenn eine Lok wirklich mal abfackelt, dann hast du sowieso ein Problem. Also sei mir da nicht böse. Das sollte so nicht sein. Also normalerweise sollte deine Modellbahn nicht brennen. Ah, so, ganz knapp. Es wurde gebremst. Junge. Ah, das passt schon. Alles genauestens berechnet. Passt das zeitlich überhaupt zusammen? Also Morse-Leitung an Gleisen, aber schon zugdurchgängige Druckluftsperrbremse? Boah, kann ich dir gar nicht sagen. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Wüsste wir jetzt auch nicht. So, also es kann natürlich auch sein, wir sind ja hier auf der Nebenbahn. Ne? Das merkt man ja daran, dass es Punkt A einfach liegen gelassen wurde nach der Flut. Obwohl ich sagen muss, die Gleise sind ganz schön sauber für eine Flut. Also ich war ja damals nach diesem Extremunwetter viel in Euskirchen unterwegs, um damit aufzuräumen. Und da kann ich euch also sagen, das sieht definitiv anders aus. Aber lange Rede kurz. Zu hart gebremst, es tut mir leid. Nee, ich fand das gerade ziemlich gut, weil ich wollte jetzt mal eben ins Tutorial gucken. Nicht, dass wir hier jetzt schon was machen können mit der Brücke. Ach so, ja, nach Ela. Können wir gerne mal ins Tutorial gucken. Genau, vielleicht, Nudel, sind wir auch einfach hier auf einer Bahnstrecke, die schon 30, 40 Jahre alt ist und die haben die Loks einfach aufgerüstet. Weißt Kann du, natürlich sein. So, okay, also wir sind froh hier, White hier und Ela sind froh, ihre Eisenbahn zurückzuhaben. Es gibt jetzt aber viele zerstörte Brücken und sonstiges und um diesen Milestone, also ja, wie sagt man, Meilenstein zu erreichen, muss ich hier irgendwas öffnen. Windows Open Milestones. Eine Konsole. Company, genau, da gehen wir wieder über Bridge. Die Company. Über die Company? Genau. Also diese, gibt's einen Reiter Milestones. Company Window, Milestones, gibt's ein Window. Und dann soll ich, was ist? Repair Ela Bridge. Oh ja, das erste. Genau, kostet wieder ein bisschen was. Was also damaged by the flood. Deliver bridge and track supplies to extend the railroad. Okay, Phase 1 von 3. Available. 1000? Oh, boah. Ärchen, keine Ahnung. Deliver 13 cars to Ela Bridge Site. These cars will be delivered to the interchange the next time is served. Okay. Genau, also wenn wir den Auftrag jetzt annehmen, dann werden die Sachen, die wir denn da abliefern müssen, morgen geliefert. Und wir bekommen 25%? Verstehe ich nicht. Also normalerweise würde es $1000 kosten, das uns bestellen. Uns kostet das $1000? Ja. Aber es ist 25% Rabatt, deswegen nur 750. Ich drücke da drauf, oder? Ja. Ich habe da drauf gedrückt. Ja, dann müssen wir warten bis morgen, bis wir die Sachen haben. Wo ist denn überhaupt unser Kontostand? Er hat mir da jetzt was abgezogen, Finanzen? Ah, hier vielleicht. Finanzen, genau. Alter Schwede. Ah, hier, wir haben aufgelistet 5000. Unsere Finanzen. Ja. Engine Service, achso, den haben wir bezahlt. Fuel, das war unser Kohleanhänger, ne? Boah, Alter, da genau. haben wir richtig hier Geld eingenommen. Holla, die Fallfee. Loan. Achso, Lion, ne? Genau, das ist Kredit. Also, wir haben nichts. Das ist sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich bin kein Fan von Kreditaufnahme. Okay, wir fahren also dann doch erstmal hier an unserem Personenwagen ran. Ja. Zack. Wollen wir die Personen nach Witt hier noch mitnehmen? Ich denke ja, ne? Selbstverständlich, oder? Alles andere wäre doch, also wir fahren doch eh dahin. Habe ich mal das Häkchen gesetzt. Ja, wir fahren ja eh da lang. Oder müssen wir hier stehen bleiben? Nee. Wir fahren zurück an das kleine Häuschen, ne? Ja. Okay.
Ja, komm. Kolf, die Uhr hat bereits vibriert, also der Timer war bereits abgelaufen. Als ich gesagt habe. Am besten Loks mit integriertem Lithium-Ionen-Akku leuchten dann bestimmt gut. Durch den Gedruckten ist in USA seit 1893 Pflicht. Wow! Diese ominöse Morseleitung gab. Und jetzt geht's wieder los. Bestimmt Balken fahren. Das ist aber ein amerikanisches Szenario. Genau. Da drüben muss man Kredite aufnehmen, um kreditwürdig zu werden. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt. Das ist, die sind da wirklich ein bisschen anders. Mhm. In der Tat. Und wie viele warten? 25, sehr gut. Wieder 25 Geld. Oh, sehr schön. Ja, wenn man überlegt, dass wir gerade 750 ausgegeben haben, da freut man sich über 25, die man wieder einnimmt. Ja. Ja. Jeder Dollar ist gut, den man. Ja, definitiv. Ich finde auch gut, dass wir schon Personenwagen hatten. Ja. Könnte auch anders sein. So, jetzt steigen die auch ein. Sehr schön. Perfekt. Jetzt haben wir aber vom Prinzip her unsere Aufträge für diesen Tag schon gemacht, oder nicht? Genau, jetzt können wir eigentlich mit den Passagieren zurückfahren. Ja. Zurück ins Depot fahren und dann wieder schlafen gehen. Mein Gott, ist ja, und ist das ja. Um 8 Uhr morgens in der Früh. Ist ja wie bei Farming. Wenn du die Bremse löst, dann geht's los. Fabi? Oh, Entschuldigung, ich habe gerade gelesen. Ich war abgelenkt von den... Wenn ich mir Fabi Stream so anhöre, kannst du dein allgemein Game-Sound gut 25% höher drehen, meinst du? Ich will aber, dass du mich hörst, Nude. Du sollst mich hören. Kann ich nicht. Kann jetzt nur Return to Game oder Disconnect. Kannst also schon sind die Einstellungen. Ah, okay. So. Game geht unter. Ne, das soll natürlich nicht. So, besser oder noch ein bisschen? Ja, schade, ne. Also ich kann doch noch ein bisschen, bloß nicht. So ist super. Ach, entschuldige, ich hab's. Guck mal, diesmal sind wir auch auf der richtigen Seite vom Wagen. Ja, so wie es geplant war. Ja. Du warst echt hart im Vordergrund. Gut. Dann musst du jetzt für den Rest vom Stream echt hart in den Hintergrund, damit es wieder ausgeglichen ist. Eigentlich, ne? Statistisch gesehen bin ich dann voll im Soll. Ja. Sehr schön macht das hier unsere kleine, unser kleines Steppenpferd. Mhm, die kleine Mogul. Was habe ich jetzt geöffnet? Oh, die Feuerluke. Guck mal, ich kann die Feuerluke öffnen. Warte, ich guck. Oh. Hilfe. Was machst du? Ich versuche hier wieder reinzukommen. Das geht nicht. Schütz ist ausgesperrt. Einfach ruhig bleiben. Wir schaffen das. Einfach ruhig bleiben. Wir sind viererlos. Nein, das passt. Ich habe die Regler immer noch. Das ist ziemlich amüsant. Guck mal, ich kann auf und zu machen. Ja, ich seh's nicht. Ich steh drauf. Oh, doch, jetzt seh ich's. Oi! Doll. Sehr schön.
aber Cyclock Level. Ich wollte gerade sagen, weißt du, was jetzt noch geil wäre? Wenn man die Zylinderhähne öffnen könnte. Oh, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich habe rumgefummelt. Ah, hier. Oh, cool. Was haben wir hier? Die gehören natürlich auf. Kann man jetzt noch irgendwo was machen? Hier müsste eigentlich noch Sand oder sowas sein. Cut in, Train Brake, Cut out. Was ist das? Keine Ahnung, aber es hat was mit Bremse zu tun. Ich möchte es also eigentlich nicht drücken. Ich habe geklickt, aber es passiert nichts. Sehr gut. Taste K ist Zylinderhähne, sehr gut. Gut zu wissen. Es ist übrigens sehr windig hier draußen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist sehr schön, wie du da vor der Tür stehst. Danke. Vor der geschlossenen Tür. Stets bemüht. Spring, spring! Nein! Obwohl, ich hätte noch ein bisschen Schokolade. Ich könnte einfach neben der Lok herrennen. Das sind schon 29 Meilen. Oh, die fängt übrigens an zu titschen hier in der Kurve. Reduziere. Oh, klein wenig. Wir gehen geradeaus, perfekt. So, und warum stehst, sollten dich wir festzuhalten. Und warum sollten wir jetzt die Sägemühle noch nicht machen? Das verstehe ich noch nicht. Die ist ein bisschen komplizierter. Da müssen wir erst mit unseren Wagen, die wir da bereits haben, ja, erstmal Stämme holen gehen. Okay. Hallo, lieber Zarezani. Schön, dass du da beliefern bist. Also ich bin auf gerader Strecke schon 65 Meilen gefahren. Hallo, wo ist denn dein Overlay? Das habe ich ausgemacht, liebe Mittner, weil das den Leuten so ein bisschen zu viel im Weg war. Also ich meine, wir könnten das hier tatsächlich einfach drinnen lassen, ne? Das geht eigentlich, hast recht. Aber mit den Hintergründen, das ist zu mächtig. Deswegen. Aber so könnte ich das mal eigentlich dann lassen. Dann, ne, sieht auch jeder meinen Rekord. Da gibt's schön Geld dafür. Ah. Also Nice Drive, dafür gibt's aber schön Geld. Ja, wir können gleich eigentlich mal die... Hallo Zani, du Lump. Genau, hallo. Ja, Sarah, ich dachte mir, für den heutigen Stream mache ich das mal aus. Wir können gleich eigentlich mal gucken mit den, wie heißen die nochmal, Skelettenwagen? Ja, Holzwagen, sag doch einfach Holzwagen. Holzwagen, genau, damit wir Holz holen gehen können, erstmal ja, die, das Sägewerk beliefern. So, sehr schön. Den können wir eigentlich auch direkt wieder hier lassen, ne? Wo ist die Bremse nochmal? Hier drüben. Und ist schon da. Alles klar, ja, dann können wir weitergehen gleich. Wir sind koppelt. Müssen wir nicht warten, bis die alle ausgestiegen sind? Nee, die steigen auch ohne uns aus. Was? Das dürfen die gar nicht. Was denn? Ja. Wichtig, ihr müsst den Auftrag dafür aktivieren. Ah, der genau, Schuldige das ist auch da. Das machen wir dann gleich, wenn wir bei den Wagen sind. Okay, kann man das nicht hier machen? Kann man das denn machen? Wo war denn wir müssen einen Wagen dafür anwählen. War falsch. Hier? Nee, wir müssen einen Wagen dafür anwählen. Nicht hier einfach, Stimmt, wir können sie auch schon Tier für einer Session einsteigen lassen. Available. Sind morgen auch schon drin. Echt? Nicht hier einfach jetzt Tier 1 machen und gut ist? Hier den Kontakt? Nee. Also das auch, dann bekommen wir morgen dafür, okay, dafür schon Aufträge. Okay. Ja, wir müssen unsere Wagen natürlich auch nochmal mit Holzstämmen befüllen. Ach, wir bekommen aber auch morgen schon die Dinger für die Brücke, ne? Ja, das auch. Für die Ela Bridge. Ja, genau. Genau. Aber du kannst sie schon einsteigen lassen. Ach, abgefahren. Habe ich jetzt mal gemacht. Sind genau schon 30 Dinger drin für Ela Station. Und die sitzen jetzt die ganze Nacht hier. Naja, wem es ja, gefällt. Selber schuld.
Naja, gut, vielleicht besser wie hier in der Hütte. Weißt du ja nicht, wie da der Kaffee schmeckt. Stimmt. Sind wir entkoppelt? Ja, ne? Ja, die Bremse ist halt einfach noch fest. Ja, das löst sich schon. Jetzt ist er los.